Servus, hallo bei einer neuen Folge von ETS 2. Ich habe gerade ein neues Profil angelegt, weil ich noch einen neuen Bot installieren möchte und die euch in der nächsten Folge zeigen möchte. Ich wollte eigentlich diese Route gar nicht jetzt fahren von München nach Salzburg, aber ich finde den LKW spielen, muss ich gerade sagen, die sieht richtig cool aus. Und auch diesen Kameraspielen finde ich sehr interessant und dachte, ja, fahren wir dieses blöde Ding im Mittel, die 163 Kilometer, passt schon, danach jetzt mache ich all die Mods, die ich möchte, und passt schon, dachte ich mir. Und ja, war jetzt nicht mein Plan, aber ich dachte, eigentlich nicht. Interessant. Ich habe mir nicht noch vorhin für ein anderes Profil was gemacht. Audio. Nein, ich setze nicht an. Ups. Okay, ich muss die nachher noch auch noch mal aktivieren. Das andere, was ich hatte. Fertig, sinnlos fahren. Aber als nächste Folge. Ich hatte gerade den LKW zu biegen. Biege nach rechts ab. Ups. Deswegen dachte ich, mache ich dieses Volk nochmal kurz mit euch. Und rechts halten und dann rechts abbiegen. Ja. Biege nach rechts ab. Schick. Hinten der Olympiaturm. Weiterfahren. Also die klassische auf der klassischen Map. Warum eigentlich nicht auch nur so? Demnächst links abbiegen. Nein, das wollte ich nicht. Biege nach links ab. Ist auf der Standard mit rechts halten her. Und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Aber ich habe ja schon vor ein paar. Nimm die Ausfahrt rechts. Mods zu installieren. Biege nach rechts ab. Jetzt hat man auf der Standardkarte links. Aber schicke LKW.
Bitte links halten. Keine Frage. Ist ja die Vogelperspektive auch, wenn ich es wirklich gemacht gehabt. Ja, schön digitale Anzeige. So. Ich bin auch gespannt, was die Arbeiten, wie es dann aussieht, bin ich auch wirklich sehr gespannt. Wie das wird. Vor allem wie oft Zeit drauf muss ich ehrlich sagen. Ich erscheine doch nicht hält auf Russia. Einerseits verstehe ich den Krieg, aber andererseits finde ich schade, weil es gehört die Menschen und die Landschaft können ja nichts dafür, dass der Herr Putin Krieg machen möchte. Und deswegen finde ich es etwas schade, dass es dazu gekommen ist. Aber ich bin gespannt, ob wir überhaupt hier eine Karte weiterkriegen werden. Und wenn ja, was? Und bin ich gespannt, wie sich das ETS tun und es weiterentwickeln wird. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Salzburg. Ein schöner, locker, kurzer Folge heute, aber zum Einstieg und wieder. Das soll. Links halten und dann links abbiegen. Möchtest du dich angucken, wenn dir das Update draußen ist? Biege nach links ab. Wir haben uns auch nochmal angeschaut, keine Frage.
was sie alles weiterentwickeln. Das ist immer sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, gut, auf dem Land, aber wir fahren wieder aus einfach raus. Ihr könnt ja mal eure Meinung zu der Aufhübschung von Österreich in die Kommentare schreiben. Und was ihr zu Herrn auf Rasche sagt, würde mich interessieren, was eure Meinung dazu ist. Ach, schön mit den Bergen im Hintergrund. Oh, ich bereue es, dass ich es nicht falsch gemacht habe. Demnächst rechts abbiegen. Obwohl es eben nur eine kurze Folge ist. Nach rechts ab. Ich war ja diese Woche auch in der Tour unterwegs. Ich könnte ja auf unserem Kanal EchoTV Info und Dachs gucken. Da waren wir ja in Echo in der Tour unterwegs. Das war eine schöne Fahrt. Da wir jetzt ein bisschen Zeit haben, ja, machen wir noch einpacken. Ausgezeichnet. Super. Das war jetzt wirklich eine sehr, sehr kurze Folge heute. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit den Mods, die ich installieren werde jetzt gleich. Und ich hoffe, ja, gut, haben wir das freiwillig wie erwähnt an, nochmal angucken. Haben wir das, glaube ich, schon in der allerersten Folge des Let's Plays gesehen. Die Filmzentrale, die, naja, nicht so toll ist. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi, macht's gut und bis bald.